Eine Single, die unten in die Charts einsteigt und dann ganz langsam nach oben klettert, nennt man Sleeper. Das kommt sehr selten vor, ist aber genau das, was in Sunrise Avenue gerade passiert. Ihr Song Fairy Tale Gone Bad erschien bereits im August und hat sich hartnäckig in die Top 10 hochgearbeitet. This is the end. You know. Sunrise Avenue sind 4 Jahre lang persönlich bei Plattenbossen vorstellig geworden und ganze 102 Mal brachte das nichts. Das wissen sie deshalb so genau, weil sie jeden dieser enttäuschenden Termine akribisch in einer Tabelle notiert haben. Meistens lief es dabei so. Sie haben ihr Flipchart ausgepackt, fingen an zu malen und sagten, da stehen Bon Jovi, da Lumpy und seine Freunde und so weiter und da könnten wir euch platzieren. Dann suchten sie nach Charakteren, die noch nicht so abgenutzt sind und schwärmten zum Beispiel, er kann der Nette sein, er der bisexuelle Balletttänzer und er der Country Boy. Schließlich bekamen sie einen Deal bei der EMI, unter anderem die Plattenfirma von Robbie Williams. Und die sollte nicht enttäuscht werden. Fairy Tale Gone Bad hält sich mittlerweile schon seit 22 Wochen in den Charts. Gestartet von Platz 72 hat sich der Song in die Top 10 vorgearbeitet. Wenn ein Song langsam nach oben klettert, dann heißt das, dass die Band hart dafür gearbeitet hat und die Leute durch Live-Spielen überzeugt hat. Und das ist viel besser, als wenn du direkt auf Platz 1 landest und ständig Autogramme schreiben musst. Für Sunrise Avenue läuft's mit der Single so gut, dass sie Folger erst im April veröffentlichen werden. Um den Fans das Warten zu erleichtern, kommen die Herren nächsten Monat für ein paar Gigs zu uns. Alles zur Minitour gibt's im Netz.